Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Es sind ja echt viele Leute hier. Bei mir ist Leon und Michael und die möchten heute über ihre Erfahrungen mit dem Capture the Flag Contest reden und über ihre Erfahrungen beim Hacken von Zeugs. Zeugs, ja. Und ich bin echt gespannt, weil das ist ein Thema, wo ich mich selber noch nicht mit beschäftigt habe und dass man auch, man liest das immer mal so und ich bin echt gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und begrüße euch hier und wünsche euch viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Zeug hacken. Also ihr seid alle da, weil ihr Zeug hacken wollt oder weil ihr wissen wollt, wie man Zeug hackt und wir hacken heute Zeug. Ja, ich bin Leon, ich bin Softwareentwickler hier bei Seibert Media und beschäftige mich in meiner Freizeit seit einem Jahr relativ viel mit Security, habe angefangen mit iOS Security, bin da irgendwie in diese Jailbreaking-Szene reingekommen und da findet man sehr interessante Security-Implementierungen von Apple und bin dann, glaube ich, irgendwann auf YouTube, auf einen YouTuber gestoßen, der halt diese Capture the Flag Competitions gemacht hat und hatte total Bock drauf und ich fand das total spannend und interessant, wie da manche Leute irgendwas gemacht haben, was ich überhaupt nicht mal im Ansatz verstanden habe. Und ja, deswegen wollte ich mich damit auseinandersetzen. Soll ich auch noch ein Wort verlieren? Ja, verliere gerne. Ja, meine Wenigkeit ist, ich bin Michael Bukowski. Ich entwickle hier schon seit 5 Jahren Software und davor auch noch weiter Software entwickelt. Ja, Akademiker, Bachelor und hatte sehr großes Interesse, nachdem der Leon zu mir kam, hat halt gemeint, ja, hier, es gibt da sowas, CTFs, da kann man mal so ein bisschen hacken lernen. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich wollte ich irgendwie schon immer mal so hacken, aber also zumindest ist es so ein bisschen der Entwicklertraum, den man hat. Und der wurde jetzt auch so ein bisschen tatsächlich wahr. Und ja, viel in der Zeit gelernt, wo ich mit Leon das gemacht habe und auch viel von Leon gelernt. Also wenn Leon was sagt, dann ist es auf jeden Fall, hat es Hand und Fuß und hört ihm auf jeden Fall gut zu. Ich werde direkt rot, danke. Ja, über was sprechen wir denn heute? Ich werde erst mal am Anfang kurz definieren, was sind überhaupt CTFs, was macht man da, warum gibt es das? Dann wird Michael die erste Challenge zeigen, die wir in dem Google CTF gelöst haben. Das ist eine XSS-Challenge gewesen, also im Webbereich. Dann ein bisschen SQL-Injection, Reverse Engineering und Pwn. Ich sag beziehungsweise erkläre später noch, was das heißt. Und weiteres, das weiß ich nicht. was sind CTFs? Ja, CTF steht für Capture the Flag. Wie der Name schon sagt, will man bei diesen Challenges einen Flag finden. Das hat ein bestimmtes Format, das ist meistens CTF und dann eine geschweifte Klammer und irgendwas Witziges in Leadspeak. Die können überall versteckt sein. Die können auf fremden Servern sein, in die man eindringen muss. Die können in einer Binary sein, also in einem Executable versteckt sein, was man reverse-engineeren muss, um an dieses Flag zu kommen. Da können ganz wilde Algorithmen, die man noch nie gesehen hat und die sich wahrscheinlich irgendjemand ausgedacht hat, damit verschlüsselt sein. Und das muss man reverse-engineeren, zum Beispiel. Es geht um Exploits, Vulnerabilities und Gehirnschmalz. Gehirnschmalz auf jeden Fall. Vulnerabilities, ja, ich kann euch sagen, jede Anwendung ist unsicher. Also es gibt keine Anwendung, die zu 100% sicher ist. Das ist Fakt. Und ja, darum geht es bei den CTFs. Es geht darum, seine Kenntnisse, um die Sicherheit von Anwendungen zu nutzen und einfach mal auf die andere Seite, nämlich die Seite des Angreifers zu gehen und zu schauen, okay, was können wir denn machen, um diese Mechanismen zu umgehen, die da implementiert sind. Es gibt da zwei verschiedene Sachen, beziehungsweise zwei verschiedene Kategorien von CTFs. Das ist einmal der Jeopardy-Style. Jeopardy werden wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist der weit verbreitete Style davon. Da gibt es verschiedene Kategorien, ne? Zum Beispiel Web, Reverse Engineering, Pwn, also das Pwn steht für Exploiten, beziehungsweise das, ja, der Exploit von einer meistens Binary, von einem Executable. Krypto, wo es halt viel um Kryptographie geht und Algorithmen, die dahinter stecken. Und MISC, wo halt der ganze andere Mist
drin ist, wie zum Beispiel Forensik und Steganographie, wo es darum geht, ja, es gibt ganz verrückte Sachen, die sich da Leute ausdenken. Ich habe am Ende noch etwas drin. Da hat man nur ein Bild gegeben und aus diesem Bild werde ich dann eine ZIP-Datei extrahieren, daraus eine PDF extrahieren. Also da gibt es Leute, die denken sich da die verrücktesten Sachen aus. Das sind so ein paar Beispiele für bekannte Jeopardy-Style CTFs, zum Beispiel das Pico CTF oder was wir gespielt haben, das Google CTF. Google CTF ist relativ groß in dieser Capture the Flag-Szene, genauso wie das DEFCON CTF. Für Einsteiger ist ganz cool das Plate CTF und das Pico CTF, da gibt es viele Einsteiger-Challenges. Aber wir haben von dem Google CTF auch die Einsteiger-Challenges gemacht und das fand ich total cool, dass die da so einen Weg bereitgestellt haben für Leute, die da noch nicht so tief drin sind, sich damit anzufreunden und zu verstehen, was man da eigentlich machen muss. So sieht sowas aus. Das ist jetzt hier aus dem Pico CTF. Man sieht, ja, wie Jeopardy halt oben die Kategorien und dann geht es mit den Punkten immer schwieriger werden nach unten. Genau, und wenn man eine so eine Challenge löst, dann geht man da drauf, pastet seine Flag dort rein und bekommt die Punkte. Das wird meistens in Teams gespielt, also dieses ganze CTF, diese ganze Capture the Flag Competitions werden in Teams gespielt. Es gibt bei den meisten keine Begrenzungen bei den Qualifizierungsrunden, also es gibt immer Qualifizierungsrunden und dann irgendwann Finals, wo halt die Besten der Besten eingeladen werden und dann zusammen hacken über 2-3 Tage meistens. Und dann gibt es noch die Attack Defense CTFs, die sind nicht ganz so bekannt, aber finde ich total cool. Das ist eher so in Richtung Penetration Testing, wenn euch das was sagt. Da bekommt tatsächlich jedes Team eine Virtual Machine zugestellt, einen Server, einen Service, der aber ziemlich viele Sicherheitslücken hat. Und auf diesem Server, in diesem Service, ist ein Flag versteckt. Und es geht darum, dass dein Team verteidigt diesen Service, diesen Server, und andere Teams versuchen, deinen Server anzugreifen und dieses Flag zu bekommen. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Flags hat, beziehungsweise die meisten Services dort geowned hat, so wie man sagt. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Also das macht sicherlich viel Spaß. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber hätte da echt mal Bock drauf. Und da gibt es auch nicht so viele. Das Faust-CTF ist sehr bekannt, ist von der TechFAC der Uni Erlangen. ICTF, RUCTF, bloß ein paar kleine Beispiele dazu. Warum? Warum solltet ihr das machen wollen? Warum CTFs? Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt kein System, was 100% sicher ist. Das Ganze gibt euch einen komplett anderen Blick auf, wie ihr Software entwickelt. Also solltet ihr Softwareentwickler sein. Es ist eine krasse Herausforderung und es wird euch weiterbringen. Wenn ihr mal einen Webservice entwickelt habt und ein bisschen tiefer geschaut habt, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert Authentifizierung? Was passiert da wirklich? Dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, okay, aber eigentlich ist das gar nicht so sicher. Vielleicht gibt es da eine bessere Möglichkeit. Und ich finde CTFs absolut geil für jeden Softwareentwickler zu empfehlen, da mal reinzuschauen, mal auf die andere Seite zu gehen, nämlich die Seite des Angreifers und zu schauen, was passiert denn, wenn ich das und das mache. Genau. Das ist die Google Beginners Quest, mit der wir uns ziemlich lange auseinandergesetzt haben, über 2 Wochen. 2 Wochen. Ja. Immer mal wieder abends zusammengesetzt. Und also nicht 2 Wochen am Stück, sondern ja, keine, 2 Wochen immer mal wieder. So 2 Wochen ohne Schlaf. Genau, also insgesamt vielleicht 4-5 Tage, so würde ich sagen. Genau. Ja, und wir haben 2-3 Challenges davon mitgebracht und am Ende noch eine, die nicht davon ist, die aber total cool ist und deswegen wollte ich sie drin haben. Genau. Jo, danke sehr. Also nochmal zum Nachtrag zu der Folie. Also ich bin ja noch nicht so tief in dieser CTF-Szene drin und kann halt nur sagen, dass als Softwareentwickler es wirklich einen mega weiterbringt, wenn man das einfach mal macht.
weil man halt einfach mal Sachen sieht, die man sonst als Softwareentwickler nicht sieht. Und ich glaube, das ist halt eben genau dieser andere Blick auf Software. Also man entdeckt dann auf einmal Vulnerabilities, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und deswegen kann ich es halt echt auch nochmal von mir jedem empfehlen, das mal zu machen. Genau. In der Aufgabe geht es um Cross-Site Scripting. Das heißt also, wir versuchen Shardcode bei einer Person auszuführen, beziehungsweise mit einer oder mit Hilfe einer Person über eine Webseite. In dieser Aufgabe sehen wir halt, dass wir, also die heißt Router UI, gehört zum Bereich Web und wir kriegen bei den CTFs immer irgendwie zum Beispiel eine Beschreibung. Und was man immer im Hinterkopf behalten sollte, in den Beschreibungen steht oft schon ein Hint. Ja, also immer irgendwas, wo man einen Tipp quasi bekommt, wie man irgendwie vorzugehen hat. Oder wenn man zum Beispiel nicht weiterkommt und schon lange an diesem CTF arbeitet, dann liest man zum Beispiel nochmal das Hint oder nochmal die Beschreibung und merkt dann auf einmal, ach, das haben die gemeint, ja, weil man dann sich viel mehr mit der Materie auseinandergesetzt hat. So, und in dem Fall haben wir eben eine Router-UI, also einfach irgendeine Web-Applikation, die ist unter dieser Route zu finden. Und im Grunde steht hier, dass wir eben diese Router-UI zur Verfügung haben und die ist halt, schlecht programmiert. Und vielleicht finden wir ja eine XSS auf dieser Seite. Ja, also da ist schon eigentlich der erste Hint. Vielleicht finden wir irgendein XSS. Das würde bei schweren CTFs ganz bestimmt nicht so dastehen. Also wenn wir was gefunden haben, in case you find something, try to send an email to wintermuted@googlegroups.com. Und if you claim your link includes a cat picture, I'm sure Wintermuted will click it. Das heißt also, wir haben da schon unser Opfer, wo wir einfach nur eine E-Mail hinsenden mit einem Link und das Opfer klickt eben auf diesen Link und kriegt dann eben diesen Shardcode mit eingeflößt. Dieser Wintermuted zieht sich übrigens auch durch die komplette Story. Also die haben da wirklich eine Story geschrieben dafür. Genau. Und das ist total witzig gemacht. Dieser Wintermuted ist wohl nicht so bewandert in der Softwareentwicklung. Ja. Und das zieht sich ja total cool durch. Also das ist fast wie ein Film. Und wenn man ihm eben diese E-Mail zuschickt, dann klickt er eben auf diesen Link und wir können ihm eben diesen Shardcode zuschicken. Wenn wir auf diesen Link gehen, dann sieht diese Website ungefähr so aus. Ja, also wir haben eben diese router-ui.web.ctfcompetition.com/login. Also wir werden automatisch auf Login weitergeleitet. Und bei dem ganzen Weg, den wir jetzt durchschreiten, müssen wir immer auf alle Details achten. Also was passiert? Was passiert, wenn ich etwas eingebe? Was passiert, wenn ich wohin hinklicke? Und auch immer mal wieder in die Developer-Konsole gucken. Ja? Gibt es da irgendwelche Kommentare? Gibt es da irgendwelche Networks? Also, Requests, die vonstatten gehen. Also immer alles aufsaugen. Immer aufsaugen. Das heißt also, wir haben hier auch was zu erkennen ist. Wir haben hier einen Parameter, next, und der leitet uns eben auf die gleiche Website weiter, aber mit Hashtag Devices. Das heißt also, wenn wir uns tatsächlich eingeloggt haben, werden wir auf Devices weitergeleitet. Das können wir uns auch schon mal merken. Auf der Seite befindet sich eben ein Username-Feld und ein Passwort-Feld und eben dieser Sign-In-Button. Und jetzt kann man einfach mal stupide hingehen und einfach mal ASDF eingeben und kommt dann auf diese Seite, wo dann steht Wrong Credentials ASDF /ASDF. Und da fällt eigentlich jedem Programmierer eigentlich schon auf, dass ASDF/ASDF nicht so die gängige Art ist, etwas darzustellen oder zumindest Username und dann auch noch das Passwort im Plaintext. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, also wie gesagt, aufsaugen, mitnehmen und dann erst später verarbeiten. Erstmal gucken, analysieren. So, das heißt also, was haben wir in dem Beschreibungstext gelesen? Da ging es um XSS. Also versuchen wir jetzt diesen XSS. Wir schreiben nämlich, das ist ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hat, aber wir schreiben im Grunde einen Script-Tag, wo wir Alert-Test machen und schließen das Script-Tag und schicken das ab und werden geblockt von Chrome, der uns nämlich sagt, Achtung, da ist gerade Shardcode, der auf die Seite eingeschleust worden ist, deswegen blocke ich das. Das heißt, Chrome ist so schlau, um das zu blocken. Okay, das ist schon mal gut. Da können wir anfangen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zur Aufgabe zurück. Ja, jetzt haben wir analysiert, jetzt haben wir geguckt, was geht alles. Und jetzt gehen wir zur Aufgabe zurück und überlegen uns ein Konzept. Wie greifen wir an? Das funktioniert nicht immer.
Ja, manchmal muss man eben nochmal gucken, nochmal analysieren, ausprobieren, sehr, sehr viel ausprobieren. Aber in dem Fall ging das eigentlich relativ einfach, weil wir schon die, naja, den Exploit gefunden haben. Ja? Also es ist die XSS-Stelle, da müssen wir anknüpfen. Wir schauen uns nochmal die Aufgabe durch und wissen, okay, wir haben eine XSS. Ja? Wir können also Shardcode in das Username-Feld packen und das wird dann ausgeführt, wenn er weitergeleitet wird auf diese Wrong-Credentials-Seite. Und wir haben ein Opfer. Und das Opfer ist aber Admin. Das heißt also, wir können dem Opfer Shardcode zuschicken und dieser Shardcode wird auf dem PC des Opfers oder im Browser des Opfers, um genau zu sein, ausgeführt. Und wir können uns diesen Cookie oder was auch immer, was in der Session halt drin ist, zuschicken. Das heißt, wir probieren erstmal so den First Try. Ja? Da geht es jetzt schon wieder so in die experimentelle Phase eher. Wir schauen uns an, okay, was passiert eigentlich, wenn ich das an diesem Google Chrome Browser vorbei probiere? Ja, also ich versuche nicht den Shardcode tatsächlich auf meinem Browser auszuführen, sondern versuche ihn auszuführen, indem ich eben einen Request hinschicke. Das heißt also, wir erstellen eine Form-Data, also wir machen irgendeine Seite auf, zum Beispiel wir gehen auf google.com, machen den Edit, die Konsole auf und schreiben rein Form-Data. Appenden da Username mit dem eingeschleusten Code und appenden Passwort mit Test. Und jetzt machen wir einen Request an diese Router-UI und da drin schicken wir halt eben Post, sagen noch No Calls, ja, damit das an dem Fetch vorbei, also dass das Fetch nicht geblockt wird und geben da als Body eben diese Form an. Ja, und dann kommt eben das Response zurück und das Response parsen wir als Text und geben das in der Konsole aus. Schicken das weg und kriegen eben hier Wrong Credentials, da ist der eingeschleuste Code, //Test. Und dann denkt man sich so, ah, verdammt, das wird ja quasi nicht ausgeführt in der Konsole, beziehungsweise wenn ich da einen Request hinschicke, sondern es wird ja dann ausgeführt, wenn da tatsächlich eine Person hinklickt und das im Browser dann gerendert wird. Ja? Das heißt, es muss tatsächlich im Browser stattfinden. Aber wir haben ja den Winter muted. Das heißt also, das Konzept würde dann eher so aussehen. Wir haben unsere cat.html. Ja, also wir haben eben diese HTML-Datei, die wir ausliefern, wo wir eben auch einen Link haben zu ngrok. Wer Fragen zu ngrok hat, der kann gerne später Fragen stellen. Oder ja doch, später. Und da drin ist halt eben eine Weiterleitung auf diese router-ui.web-ctf-competition. Diese Weiterleitung enthält diesen Shardcode. Im Grunde nur ein Script-Tag, was uns diesen Shardcode zieht von unserem ngrok-Server. Ja, das heißt also, wir werden weitergeleitet, schleusen dieses Script-Tag ein, dieses Script-Tag wird gezogen, enthält eben diese inject.js zum Beispiel und die inject.js schickt uns wieder an den Server seinen Cookie. Das ist die ganze Magie. Ja. Ja, also ran ans Coden. Wir erstellen eine Index.js, wo wir zum Beispiel einen Node-Server verwenden, beziehungsweise einen Express-Server. Also Express sollte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Es ist einfach ein Web-Server, der uns ab Slash, zum, also irgendwas, Slash, und dann können wir da halt eben bestimmte Get-Post-Requests abfangen und dann verarbeiten. Das heißt also, wir haben eben unseren Express-Server, sagen, naja, alles, was auf Slash kommt, printen wir einfach in die Konsole rein und wir benutzen noch zum Beispiel einen statischen Kontext, also alles, was im Ordner static ist, wird auf Slash static ausgeführt. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine cat.html in meinem static-Ordner habe, dann wird diese unter Slash static slash cat.html ausgeführt, beziehungsweise gesurft. Und am Ende starten wir den Server unter 3000, Port 3000. Unsere cat.html sieht so aus. Wir haben eben irgendeine Überschrift, wir haben so ein Fluffy Cat JPEG, wir haben eine Form und in dieser Form, das ist jetzt eigentlich der wichtige Teil, die machen wir einfach spaßeshalber Display None. Wahrscheinlich ist es so, dass dieser Winter Muted einfach ein Bot ist, der auf den Link klickt und weitergeleitet wird. In dem Fall haben wir uns aber den Spaß erlaubt, einfach nochmal die Form hier nicht anzuzeigen und sagen dann, wenn diese Form bestätigt wird, dann geh auf router-ui.web und /login und send dann Post-Request hin. Und der Post-Request enthält eben Username und Password. Und Username ist
Script-Tag auf, Source, HTTPS, Doppelpunkt. Und jetzt machen wir hier Stopp, weil wir haben ja die // drin. Die nutzen wir halt. Ich glaube, das wird auch ohne gehen. Nee, weil dann wird es geblockt. Das ist ja der ganze Spaß dahinter, dass das im Prinzip diesen Chrome XSS-Auditor umgeht. Also sonst blockt er dich, wenn du versuchst, einen Script-Tag zu appenden im DOM, dann haut der XSS-Auditor rein und sagt, nee, hier mache ich nicht weiter. Aber so weiß er das halt nicht, weil das erst beim Ausführen zusammengefügt wird. Genau. Und so trickst man den irgendwie aus. Das Passwort ist dann eben nach dem // unseren ROC-Server und eben static/inject.js, also diesen Chartcode enthält. Dann importieren wir noch jQuery und sagen, gut, wenn die Seite geladen ist, dann submitten wir eben diese Form. So sieht dann die Seite aus und das wird eigentlich geladen. Wir haben eben diese inject.js, da wird, besteht aus 4 Zeilen. Wir nehmen einfach die Cookies, erstellen einen HTTP-Request und schicken eben einen GET an diese Adresse, also an unseren GROG und fügen da eben das Cookie hinzu zu dem Parameter Session. Senden es ab. Ja, dann heißt es eigentlich nur noch Server starten, einen GROG starten und Däumchen drehen. Ja, beziehungsweise vorher nochmal E-Mail abschicken. Also wir schicken eben diese E-Mail an wintermuted@googlegroups.com und schicken eben diesen Link, wo diese cat.html ist und warten dann auf seinen Request. Oder beziehungsweise, auf seinen Request. Und sehen dann eben hier irgendwann mal tatsächlich seine Session, also seine Cookies. Und allein schon da steht dann schon drin, Flag ist gleich try the session cookie, Session ist gleich und dann die Session-ID. Jetzt ist es einfach, jetzt kopieren wir diese Session-ID, fügen die in irgendeinen Cookie-Manager ein oder meinetwegen auch per JavaScript und sind drin. So einfach geht das. Sehen halt hier leider kein Flag, deswegen steht es wahrscheinlich irgendwie hier drin, gucken uns kurz nochmal die Value an von dem Password und zack, haben unseren Flag gefunden. Aufgabe abgeschlossen. Gibt es bis hierhin Fragen? Ich glaube, ja. Kannst du bitte die Frage nochmal stellen? Was ist das mit dem N-Cock? Ja. Ist dieses Mikrofon eingeschaltet? Ja. Ah, gut. Was ist das mit dem N-Cock? Wo habt ihr das her? Wieso wissen wir das nicht? N-Cock ist ein Tool, womit ich ein statisches Hostname bekomme. Also zum Beispiel eben dieses, Moment. Eben so sowas hier, https://, dann irgendein Hash und dann .ngrok.io. Und das da leitet alle Requests zu mir auf mein Localhost um. Ja, das ist ein Tool dafür. Ist auch kostenlos und ist halt immer ganz cool. Da muss man halt nicht irgendwie jetzt extra einen Hostname einrichten, der dann auf seinen Laptop weitergeleitet wird oder so, sondern man kann einfach einen GROG starten und das leitet dann einfach alle Requests, die da drauf gehen, auf seinen Computer um. Okay, das heißt, der Chartcode in Anführungszeichen ist einfach die Umleitung auf euch, damit ihr seht, welcher Traffic da zwischen dem Passworteingabefeld und dem tatsächlichen... Nee, gar nicht. Es geht darum, Dokumente auszuliefern. Also es geht darum, dass wir einen Webserver ja laufen haben auf unserem Gerät. Wir starten dieses in GROG. Und dieses ngrok ist einfach nur dazu da, damit wir ein Hostname haben, also eine Webadresse. Und diese Webadresse leitet eigentlich einfach alle Requests ab /, zu unserem Laptop. Also leitet alle um auf den Laptop. Es macht einfach nur, dass Leute von draußen nach drinnen telefonieren können zu uns, auf unseren Localhost, beziehungsweise auf unseren Computer. Genau. Und da das ein Security-Vortrag ist, bitte lasst den ngrok nicht laufen. Okay, der Sinn von dem ganzen Zeug ist, dass ihr den Traffic mitkriegt, der ansonsten zwischen dem Google-Server und diesem lokalen Browser passieren würde. Wir kriegen keinen Traffic mit. Es ist wie, als hätten wir hier einen Server stehen und der Server liefert Dateien aus, zum Beispiel cat.html oder inject.js. Er liefert Dateien aus und diese Dateien bekommen wir, indem wir /static/cat.html und eine bestimmte Webadresse eingeben. Und ein GROG hilft uns dazu, dass man von außen auf unseren Laptop weitergeleitet wird.
Es geht nicht darum, irgendwas zu sniffen, also mitzulesen, sondern es geht wirklich nur darum, dass man, wie wenn man google.com eingibt oder facebook.com, wird man ja auch weitergeleitet auf deren Server. Ja, okay, den Teil verstehe ich. Darum geht's. Ich frage mich einfach, wo der Schadcode ist. Ja. Da ist so der Schadcode. Ich bin nicht gut in JavaScript, eigentlich überhaupt nicht. Okay, also es ist ja so, hier ist die Datei, die unter /static/cat.html ausgeliefert wird. Und wir schleusen quasi hier den Script, das Script-Tag ein. Und durch das Script-Tag wird diese Inject.js geladen in das Dokument. Ja, das heißt also, genau, und wenn jemand auf cat.html geht, wird man weitergeleitet und es wird genau das eingeschleust. Und genau, wird ausgeführt dann sofort. Alles klar, danke. SQL Injection. Die gehört tatsächlich zu MISC, weil das quasi kein Web-Exploit ist, sondern ein Python-Exploit. Oder, naja, es muss nicht Python-spezifisch sein. Genau. In dem Fall ist es so, wir haben eben eine Musik-Datenbank oder eine Musik-Playlist-Datenbank. Und das Auth-Token oder beziehungsweise das Flag wird in eine bestimmte Tabelle reingeladen, das sehen wir gleich. Und die müssen wir halt rausbekommen. In dem Fall haben wir keine Webadresse, sondern wir haben einen Server stehen, der einen Port offen hat. Und wenn wir auf diesen Server mit diesem Port zugreifen, kriegen wir oder wird eben dieses Programm gestartet. Ja? Und dieses Programm, das gibt es auch nicht oft, kriegen wir sogar hier als Attachment. Das heißt also, wenn wir hier drauf drücken, kriegen wir einfach nur diese Python-Datei, wo dieser Code drin steht. Ich zeige mal kurz, wie das Programm funktioniert, damit man das mal gesehen hat. So, also, wenn ich jetzt mit Netcat auf diesen Server... Ist groß vielleicht. Entschuldigung. So. Wenn man jetzt... Ist es groß genug? Nee, noch nicht. So. Wenn man jetzt mit Netcat auf diesen Server zugreift, dann steht da MediaDB. Und mit 1 kann ich dann eben einen Song hinzufügen. Mit 2 kann ich einen Song von einem Artist spielen. Oder ich glaube, alle Songs von einem Artist. Mit 3 kann ich alle Songs spielen. Und mit 4 kann ich shufflen. Ja? Und da wird dann sofort ein Song gespielt. Es wird kein richtiger Song gespielt. Es geht nur darum, wie die Daten da arrangiert werden. Und das sieht man auch gleich in dem Code. Ja, und mit 5 kann ich dann exiten. Das heißt also, wenn ich sage add song, dann kann ich hier test sagen und hier song name. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel 4 eingebe, dann erstellt er mir eine neue Playlist, wo, naja, der einzige Eintrag song bei test ist. Pretty simple. So. So sieht der Code dazu aus. Ah, bisschen klein geworden. Aber ich gehe mal Schritt für Schritt durch, damit man es auch versteht. Also, wir haben eben hier das Banner, das ist einfach nur ein String. Wir haben das Menü, ist auch ein String, wird reingeladen, wird jedes Mal geprintet nach jedem Aufruf. Und wir haben eben hier, das ist das Interessante, wir öffnen eine Datei, die heißt OAuthToken und schreiben das, was in der Datei steht, in Flag. Das heißt, jetzt wird es interessant. Wir öffnen eben eine SQLite-Datenbank und erstellen einen Cursor dafür. Und jetzt erstellen wir 2 Tabellen. Einmal OAuth-Tokens und einmal Media. OAuth-Tokens hat nur ein Feld, das nennt sich OAuth-Token. Und Media hat 2 Felder, Artist und Song. Und ganz am Anfang inserten wir dieses Flag in OAuth-Tokens. Das heißt also, in der Tabelle OAuth-Tokens steht das Flag drin. Da müssen wir hin. Jetzt haben wir hier noch eine Funktion, myPrint, die dann einfach nur auf das StandardOut was schreibt und das ist dann flushed. Und wir haben PrintPlaylist, die vielleicht noch später interessant werden könnte, in der dann eben die Playlist geprintet wird und man eben einen Query executed, alle Ergebnisse fetched und hier dann eben das erste, das zweite und das dritte aus dem Result, beziehungsweise eine Nummer, dann aus dem Result das erste und das zweite printet.
Im weiteren Verlauf haben wir eine While-True-Schleife, die dann eben das Menü printet. Und jetzt machen wir hier einen Raw-Input. Das heißt also, wir erwarten jetzt Input. Und der Input muss 1, 2, 3, 4, 5 sein. Ansonsten wird einfach die Schleife übersprungen. In dem Fall haben wir, wenn Choice 1 ist, wird eben der Artist-Name abgefragt. Dieser wird dann in Artist gespeichert. Der Song-Name wird abgefragt, dieser wird in Song gespeichert. Und das Ganze wird dann eben inserted in die Tabelle Media mit den Values Artist und Song. Davor aber passiert noch was ganz Wichtiges. Es wird replaced. Das heißt also, alle Gänsefüßchen werden mit nichts replaced, also die werden rausgenommen einfach. Das ist ganz wichtig für SQL Injection, weil das ist eigentlich genau das, wo man eben escaped, also wo man den String escaped. Bei der Choice 2 geben wir einen Artist Name ein und dann selectet er eben alle Artists und Songs von diesem Artist. Bei der Choice 3 passiert genau das Gleiche, nur halt mit dem Song. Hier ist es wichtig, dass das Replace anders funktioniert. Hier ist das Replace mit einfachen Hochkommas. Hier ist das Replace mit Gänsefüßchen. Das heißt, da müssen wir gleich mal drauf achten. Wie können wir das umgehen? Bei der 4 ist es so, wir bekommen erstmal alle Artists from Media und shuffeln dann einfach alles durch, kriegen dann irgendeinen Artist aus diesem Artist Media und queryen dann wieder diesen Artist und printen den dann wieder aus. Also printen dann eben diese Playlist. So, das heißt also, wie escapen wir? Nein! So besser? Nein. Halt die Schrift weiß. Yep. Kleine Zwischenanekdote. SQL Injection steht immer noch auf Platz 1 der OWASP Top 10 Vulnerability Liste. Viele Entwickler glauben, dass SQL Injection ein bisschen wie Bielefeld ist. Das existiert gar nicht. Aber es ist auf Platz 1 und die größten Data Breaches der letzten Jahre sind immer noch durch SQL Injection aufgetreten. Weil wenn du da einmal, wie gesagt, einmal ausbrechen kannst aus diesem Query-Gefängnis, kannst du dir alles geben. Du kannst die kompletten Tabellen dumpen. Also, ja. So, kurz mal die Präsi verändert. Also, wir untersuchen jetzt mal Option 2 und 3. Also, Option 2 nimmt einen Raw-Input entgegen und replace alle Hochkommas durch nichts und macht dann Select Artist Song from Media Where Artist und dann Hochkomma und da rein dann eben das, was wir als Raw-Input bekommen haben. In dem Fall ist es unmöglich, eine SQL-Injection zu machen. Ja? Weil wir können diesen String, der hier verwendet wird, nur escapen, indem wir ein Hochkomma verwenden, ein einfaches. Also in dem Fall unmöglich. Genau das Gleiche haben wir bei der Option 3. Ja? Wir haben Songname, wir nehmen den Raw-Input, replacen alle Hochkommas durch nichts und genau der gleiche Ausdruck, nur statt Artist wird hier Song gesucht. Wir gucken uns jetzt mal die zwei anderen Optionen an. Bei den zwei anderen Optionen haben wir Artist und Song und das wird inserted. Aber wenn wir hier, oder ja, das wird inserted und landet dann einfach so in der Media-Datenbank. In der Option 4 wird dann irgendein Artist genommen. Dieser Artist wird dann hier nochmal eingesetzt. Und es wird Artist und Song gequeried. So, das heißt also, hier können wir escapen. Ja, wir können hier mit einfachen Hochkommas escapen. Hier werden die einfachen Hochkommas nicht rausgenommen. Jetzt kommt der Gehirnschmalz. Jetzt muss man nachdenken. Okay, wie machen wir das? Wie kriegen wir das eine da rein? Das heißt also, wir inserten einfach in die Media-Datenbank, weil die wird ja auch hier abgerufen, unseren Shardcode, unseren Escape-String, unseren Query, den wir zusätzlich haben wollen.
Und der wird ja dann hier ausgeführt. Das heißt, wir inserten an einer Stelle und an der anderen wird ausgeführt. Und das ist das Vorgehen, das ist das Konzept. Was wir machen ist, wir nehmen jetzt mal diesen String, weil diesen greifen wir an und gucken, was müssen wir hier reinschreiben, damit wir das OAuth-Token bekommen. Hier ist dieser String nochmal kopiert und jetzt habe ich quasi hier hinzugefügt, was müsste hier rein, damit das escaped wird und mir ein OAuth-Token geprintet wird, beziehungsweise auch selected wird. Und hier fängt es halt eben an. Wir haben hier ein einfaches Hochkomma, um dieses where artist ist gleich und dann Hochkomma abzuschließen. Und dann gibt es eine nette MySQL-Funktion oder SQL-Funktion, die nennt sich Union. Das heißt also, ich nehme eine Datenbank und ich habe eine andere Datenbank und ich query die beide gleichzeitig. Voraussetzungen für Union sind, es sind gleich viele Spalten und diese Spalten haben den gleichen Typ. Das sind die einzigen Voraussetzungen, um Union zu machen. Das heißt also, mit Select Artist Song from Media, where Artist ist gleich nichts, dieser Query allein, der funktioniert schon nicht. Also der funktioniert schon, aber es kommen quasi keine Ergebnisse bei rum. Ja, weil es gibt keinen Artist, wo nichts drinsteht. Und jetzt machen wir das Union und selecten OAuth-Token. Und jetzt ist es wichtig, wir müssen ja die Form beibehalten. Wir müssen zwei Spalten haben, also nehmen wir das OAuth-Token und einen leeren String. From OAuth-Tokens, where OAuth-Token like alle. Und jetzt ist es wichtig, weil wir haben ja hier noch ein abschließendes Hochkomma. Und dieses Hochkomma, das müssen wir ja noch nutzen. Und genau deswegen gibt es noch das where OAuth-Token like und dann eben Hochkomma und dann das Prozentzeichen, damit einfach alles genommen wird. Und was wir einsetzen ist eben Hochkomma, Union, Select, OAuth-Token, bla bla bla, where OAuth-Token like Hochkomma, Prozent. Und das letzte Hochkomma wird ja von dem hier ausgefüllt. Ja, jetzt ist es einfach. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch, es gibt eine Python-Library, die nennt sich Pawn. Und mit der Pawn-Library können wir einfach eben diese Netcat-Server ansteuern. Ja, das heißt also, wir machen Remote, Netcat-Server, da ein Port. Sagen dann 1, also wir möchten gerne was inserten, was einfügen. Schicken dann eben genau diesen String, den wir eben gerade ausgemacht haben, dahin als Passwort, beziehungsweise als Passwort, als Songname schicken wir Test, weil es wird ja immer Artist und Songname benutzt und sagen 4, also printe mir mal jetzt irgendeine Shuffle-Playlist aus. Und dann sieht es genau so aus. Wir haben Python, exploit.py, wir öffnen diese Connection, geben 1 ein, dann wird Artist-Name gefragt, Song-Name wird gefragt. Das sieht man leider in dem Fall nicht so gut. Genau. Aber letztendlich steht bei uns dann hier eben das CTF. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja, das heißt, das Auth-Token wurde da genommen und da eingesetzt. Ja, das war's. Und schon wieder haben wir eine Aufgabe gelöst. Steck mal um. Hat jemand noch Fragen zu der SQL-Injection? Keiner hat Fragen? Alles klar? So, wir tauschen mal kurz. Genau, wir tauschen übrigens, mal. Wenn zum Beispiel ein Login-Feld eine SQL-Injection hat, dann reicht es schon, den String zu escapen und einfach 1 gleich 1 zu schreiben. Dann seid ihr eingeloggt, meistens. Falsche Seite. Du bist noch nicht richtig. Achso. Ja. So, Pawn,
oder Porn oder es gibt, glaube ich, 10 verschiedene Arten, wie man das ausspricht. Im Prinzip, im Prinzip soll das Own heißen. Das P ist relativ nah an O und wie bei allen komischen Internetphänomenen ist es irgendwann mal auf Reddit oder 4chan aufgetaucht. Da hat sich jemand verschrieben, to own a system. Wenn jemand ein System gehackt hat oder einen Server gehackt hat, sagt man, man owned es, man hat es exploited. Ja, und da ist dann Pwn draus geworden. Komisch. Ja, eine kleine Zeichnung von Flickr. Und die erste, eigentlich ist es die vorletzte Google CTF Beginner Challenge war die Fridge To-Do List. Und das war eine Pwn und Reverse Engineering Challenge. Also, um das so ein bisschen abzugrenzen, Reverse Engineering bedeutet meistens, man muss viel Binary Analysis machen, muss disassemblen, muss sich die disassembelte Executable anschauen, also wirklich in Assembly, in Verbindung mit Pwn hier, dass man halt auch diese Datei später auf einem laufenden Server exploiten muss. Also da geht es nicht darum, irgendwas nur zu reverse-engineeren, irgendeinen Algorithmus zu reverse-engineeren, sondern man muss es am Ende auch auf dem laufenden Server machen. Da kann man nicht so viel tricksen wie lokal. Ja, die Challenge, es geht darum, um einen Smart-Kühlschrank, der in Edition 2000 vorliegt. Der hat eine To-Do-Liste, der als Network-Service läuft. Ich glaube, Google House heißt das hier. Also das ist zwar eine englische Challenge, aber die haben da so einen Google Home-Witz draus gemacht. Dieses ganze System, um das es hier in dem Google CTF geht, Google House zu nennen. Und in diesem Google House ist auch dieser Kühlschrank mit der coolen To-Do-Liste. Und Winter Muted ist auch wieder dabei. Der nutzt das als Passwortspeicher. Ja. Wir haben den Source Code dafür. Den können wir dann runterladen und dort reinschauen. Wir haben auch wieder so einen Netcat-Server, auf den wir uns connecten können. Das heißt, wir haben diesmal den Source Code und auch den Server dazu. Ja, genau. Das ist die vorletzte Challenge gewesen. Ich zeig das mal kurz. Ich hoffe, es geht nichts schief. Na, bestimmt nicht. So. Bisschen größer, glaube ich, noch. Ja. Ja. Passt das? Ja. So. Wir connecten uns einfach mal auf den Netcat. Oh, jetzt sieht man das schöne Banner nicht. Ja, da steht Fridge, Smart Fridge 2000. Und jetzt fragt es uns nach einem Usernamen. Ich probiere mal irgendwas. Okay, also anscheinend kann man alles dort eingeben, was man will. Und jetzt gibt es, wie schon bei der letzten Challenge, die sind meistens so aufgebaut, diese CTF-Challenges, hat man irgendwas, wo man etwas lesen kann, wo man etwas schreiben kann, wo man etwas speichern kann oder wo man etwas löschen kann. Remote Administration finde ich interessant, gehe ich mal rein. Okay, die gibt es noch nicht im Smart Fridge 2000, vermutlich erst im nächsten Modell. Was können wir noch machen? Wir können die komplette Liste printen, wir können einen Eintrag printen. Okay, das können wir wahrscheinlich noch nicht, wenn noch nichts drin ist. Nee. Okay, dann speichere ich mal einen rein. Test. Oh, da habe ich was falsch gemacht. In Slot 1 zum Beispiel. Dieses Test. Und jetzt printen wir die Liste. Okay, da ist unsere Liste. Nichts Spannendes hier zu finden. Nur mal so, dass ihr kurz die Funktionalität gesehen habt. Also speichern, lesen. So. Das erste, wenn ich eine Binary bekommen habe in einem CTF und die Binary konnte man auch mit runterladen, also es gab den Source Code und die Binary, wir hätten die uns auch kompilieren können zur Not, ist erstmal File darauf auszuführen. Ich hoffe, man kann das etwas lesen. File sagt ihr einfach bloß hier, das ist ein ELF Executable Format, also Executable und Linkable Format heißt das, ist eine 64-Bit.
Executable. Es ist dynamisch gelinkt. Das heißt, dass wenn du zum Beispiel die libc benutzt, in diesem Fall wird die libc benutzt, werden alle Funktionen, die in der libc sind, nicht in die Executable reinkopiert, sondern es wird dynamisch gelinkt. Das heißt, die libc liegt auf dem Server und während der Laufzeit des Programms schaut das Programm, okay, ja, ich muss jetzt zum Beispiel write aufrufen aus der libc. Und dann geht er zum Linker und sagt mir hier, gib mir mal die Adresse davon und so weiter. Das zeige ich später nochmal visuell. Das ist vielleicht angenehmer. Not stripped heißt in diesem Fall, dass die Debug-Informationen vorhanden sind. Wenn das eine stripped Binary wäre, das ist einfach nur ein GCC-Flag, also ein Compiler-Flag, was man da setzen muss, um diese Debug-Informationen rauszuhalten. In dem Fall ist das drin. Das wird uns gleich im Disassembly etwas weiterhelfen, denn wir haben zum Beispiel Funktionsnamen und sowas, das gibt es sonst einfach nicht. Auch ein cooles Tool, was man benutzen kann, ist Binwalk. Das gibt einem die ganzen Header in dieser Datei. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht wirklich. Aber Checksec ist wichtig. Checksec ist so ein kleines Tool, das sagt uns erstmal hier die Architektur, aber die hatten wir auch oben schon mit File. Little steht für Little Endian. Railroad steht für Relocation Read Only. Und da geht es um die Global Offset Table und die Procedure Linkage Table. Und ich glaube, genau, da habe ich sie nochmal. So ein Executable, so ein ELF-Format besteht aus verschiedenen Sektionen. Und oben sind diese Load, ist eine Load-Sektion und eine Init-Sektion. Und danach kommt die sogenannte Procedure Linkage Table. Diese Procedure Linkage Table und die Global Offset Table werden nur benutzt, wenn das dynamisch gelinkt ist, das Ganze. Ansonsten sind ja die ganzen libc-Funktionen sowieso importiert. Das macht übrigens auch, dass die Executable ziemlich groß wird, je nachdem, was man da alles für Dependencies reinhaut. Die Procedure Linkage Table ist erstmal dafür da, um, wenn du einen libc-Aufruf machst, zum Beispiel write oder open oder system, schaut die Procedure Linkage Table in der Global Offset Table nach, okay, gibt es denn da schon eine Adresse, wurde das schon mal resolved? Wenn nicht, geht es zum Linker, schaut nach, okay, gib mir mal die Adresse aus der libc und ruft dann die libc-Funktion auf. In dem Fall, was dieses Checksec hier macht, da steht, okay, das ist offensichtlich eine Mitigation, also das will uns an irgendwas hindern. Und da steht Partial Railroad. Und dieses Partial Relocation Read Only heißt, dass wir die Global Offset Table Read Only setzen. Global Offset Table, dort sind die Adressen gespeichert, die in die libc zeigen. Bei Full Railroad ist auch diese andere Sektion, diese Global Offset Table für die Procedure Linkage Table Read Only und die ganzen Sachen werden schon vor der Laufzeit, also während der Link Time, aufgelöst. Das heißt, die Adressen werden da schon in die Global Offset Table reinkopiert. Das wird später nochmal interessant sein, wenn wir darauf zurückkommen. So, dann haben wir Stack Canaries. Da gibt es keine. Ich sage nochmal kurz, was Stack Canaries sind. Im Prinzip, wenn wir einen Buffer Overflow machen wollen, wir haben da einen Buffer, der ist in dem Fall 18 Characters lang und danach kommt die Return-Adresse. Das ist ein Stack-Layout einfach nur, das muss man eigentlich nach oben lesen, kann man auch nach unten lesen, je nachdem, wie man möchte. Und danach kommt die Return-Adresse. Und wenn wir jetzt mehr als 18 Zeichen in dem Fall schreiben und es dort keinen Boundary-Check gibt, also es wird vorher nicht geprüft im Programm, okay, schreibt er jetzt gerade mehr als 18, dann schreibt er auch mehr als 18. Das ist C-Magie und C++-Magie. Auf jeden Fall, in dem Fall kommt danach die Return-Adresse. Das muss nicht immer sein, dass die direkt danach kommt, aber wir können schreiben, wir können so lang schreiben, wie wir wollen. Und in dem Fall können wir an die Return-Adresse, dort wo die im Stack liegt, einfach eine andere Adresse hinschreiben. Zum Beispiel die von System. Und System ist ein syscall, beziehungsweise in der libc eine Wrapper-Function, die uns einfach eine Shell gibt. Ja, und mit Stack-Canaries oder Stack-Cookies, wie sie auch genannt werden, liegen meistens vor den Return-Adressen ein sogenannter Canary oder ein sogenannter Cookie. Und das ist ein zufällig ausgewählte Nummer oder ein zufällig ausgewähltes Ding, was dort rumliegt, wo das Programm die ganze Zeit schaut, ist er noch in seinem originalen Zustand. Das heißt, wenn wir den überschreiben würden,
würde das Programm abbrechen und es würde uns nichts bringen. Es ist einfach nur eine Möglichkeit zu verhindern, dass wir irgendwie die Return-Adressen überschreiben und einfach eine Shell bekommen. Und dann gibt es noch das NX-Bit, das ist das Non-Executable-Bit. Das hat auch was mit dem Stack zu tun. Das heißt einfach, dass wir keinen Code in dem Stack schreiben können, der selbst ausführbar ist. Also das gibt es schon sehr lange, dass man sagt, okay, das ist nicht gut, wenn auf dem Stack ausführbarer Code liegt. Dafür ist das da. Und dann gibt es noch PI, das heißt Position Independent Executable. Das ist ASLR, vielleicht sagt das jemandem was, sowas wie ASLR. Das heißt, wir wissen vor der Laufzeit noch nicht, wo im Speicher diese Executable geladen wird. Das heißt, wir kennen die Speicheradressen nicht. Wir können das Ding im Disassembler aufmachen, aber wir wissen nicht, wo das Programm am Ende während der Laufzeit wirklich liegt im Speicher. Das heißt, das macht es schwierig zu wissen, okay, wenn wir irgendeine Return-Adresse überschreiben wollen, in einem Buffer-Overflow zum Beispiel, da irgendwie herauszubekommen, okay, was wollen wir denn da hinschreiben für eine Adresse? Weil wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, wo wir uns in der Binary befinden, gerade während der Ausführung. Das ist der Code von der Print-To-Do-Funktion. Ich habe jetzt mal nur die wichtigen Funktionen rausgenommen. Das ist C, weil der Rest interessiert uns eigentlich nicht. Und das ist die Print-To-Do-Funktion. Was wir hier im Prinzip machen, wir printen, ja, hier, was möchtest du lesen? Dann flashen wir den Standard-Out-Buffer und dann lesen wir ein Int, einen Integer. Und dieser Integer ist offensichtlich IDX, also ein Index vielleicht. Schauen, ob Index größer als To-Do-Count ist. To-Do-Count ist in dem Fall 128. Und wenn das so ist, dann schreiben wir eine Out-of-Bounds-Message. Da kommt dann, glaube ich, hier, du versuchst mehr als 128 Characters zu schreiben, eine Liste mit mehr als 128 Einträgen zu erstellen. Das geht in diesem Modell noch nicht. Das geht erst mit dem Fridge 3000. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann lesen wir. Und wir lesen in diesem Fall von der Adresse von To-Do wird der Index mal der To-Do-Länge genommen. Also unser Index, die Zahl, die wir hier reinschreiben, der Integer, mal der To-Do-Länge, also mal 48. Das heißt, unsere To-Do-Einträge sind nur 48 Byte lang. Das heißt, es ist einfach nur dieser Eintrag, den wir lesen, diese 48 Byte. Und das heißt einfach nur, das und ist die Adresse des Pointers, also To-Do ist ein Pointer weiter oben, wo die ganzen To-Do-Einträge gespeichert sind. Das sehen wir später nochmal im Disassembly ganz gut, wo der liegt. Und damit sagen wir einfach nur, okay, an welcher Stelle willst du lesen? Das Problem dabei ist, dass es in C, wenn du einen Integer deklarierst, immer und wirklich immer ein unsigned Integer ist. Ein signed Integer ist. Das heißt, der kann auch negativ sein. Und dieser Check hier, der schaut ja bloß, ist das größer als der To-Do-Count? Was passiert denn, wenn wir da eine negative Zahl reinschreiben? Und zwar, ich kann euch sagen, was passiert. An dieser To-Do-Stelle schauen wir ja nur nach unten. Das heißt, wir allozieren hier ja diese 6144 Byte als Buffer dafür. Das heißt, wir legen die uns schon mal vor und sagen, okay, da werden To-Dos stehen. Es ist aber so gewollt, dass man nur ins Positive geht mit diesem Index. Das heißt Index 0, Index 1, Index 2 mal diese Länge. Und wenn ich da jetzt negativ reinschreibe, dann gehe ich ja zurück. Das heißt, dann lese ich die Adressen, den Speicher, der vor diesem Pointer liegt. Ja, was passiert, wenn Index negativ ist? Das Gleiche gibt es auch nochmal in der Store-To-Do-Funktion. Da ist es wieder ganz genauso implementiert. Das heißt, wir können Speicher lesen, der vor uns liegt, und wir können auch schreiben. Das nennt man dann Write-What-Work-Condition oder Read-What-Work-Condition. Das Problem, wir sind ja position-independent. Das heißt, wir wissen gar nicht, wohin wir schreiben wollen oder wo wir lesen wollen. Das wissen wir nicht. Und wir haben aber ja schon gesehen, dass wir auch Speicher lesen können. Und damit werden wir uns das ein bisschen einfacher machen.
das bitte nicht erschrecken, das, so sieht eine Disassembly aus. Also das ist ein Programm, das heißt IDA. Das ist dazu da, eine ausführbare Datei lesbar zu machen für Leute, die Assembly verstehen. Und das ist die Global Offset Table da oben. Das ist dieses Ding, von dem ich vorhin geredet habe, wo am Ende die Adressen der libc-Funktionen drinstehen. Innerhalb der File. Genau, innerhalb unserer Executable. Und die wird auch während der Laufzeit beschrieben. Also die Adressen der libc werden vom Linker dann da reingeschrieben. Und hier unten, ganz unten, sehen wir, dass dort unsere To-Dos liegen. Das heißt, das ist der To-Do-Pointer, den wir vorhin im Code gesehen haben. Der liegt dort. Und nach unten sind dort diese 6144 Bytes als Buffer deklariert. Aber wir können ja auch nach oben lesen, also ins Negative gehen. Das heißt, wir können irgendwas dort drin lesen. Das heißt, wir wollen, ja, um dieses Positioned Independent Executable Ding zu umgehen, um zu wissen, wohin wir schreiben können, müssen wir erstmal die Base Address finden, also die Basisadresse. Wo ist diese Executable geladen im Speicher? Weil der Speicher ist relativ groß und die Executable ist relativ klein. Das heißt, mit Raten werden wir da nicht weit kommen. Und dann wollen wir die System-Adresse finden. Und wir haben ja gerade gesehen, System steht da drin. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, man sieht es. System ist hier drin. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, System ist der syscall, beziehungsweise hier die libc-wrapper-Function für die Shell. Also damit macht man einfach nur eine Shell auf. Genau, wir wollen die Base-Adress finden und danach können wir ja durch das Offset, was wir in der Disassembly sehen, einfach die System-Adresse finden. Und mit Print-to-do können wir diese Adresse leaken. Und dann könnten wir eigentlich irgendeinen Global Offset-Table-Eintrag, weil dort stehen ja die Adressen zur libc, das heißt, irgendwann wird da drin irgendwas ausgeführt, mit dieser Adresse von System einfach überschreiben. Das heißt, irgendwann könnten wir da eine Shell spawnen. Wie finden wir jetzt die Adresse von System? Die Global Offset Table. Wir haben da, dadurch, dass unser, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dadurch, dass unsere To-Do-Länge immer 48 Bytes sind, können wir nicht an jeder Stelle lesen. Das heißt, wir sind da irgendwie so ein bisschen begrenzt in dem Teil, wo wir lesen und schreiben können. Und wir können nur diese drei Global Offset Table Einträge lesen. Einmal open, einmal stringcat und einmal write. Aber welchen davon wollen wir denn lesen? Was bringt uns das denn? Und da kommen wir wieder zu diesem Procedure Linkage Table, Global Offset Table Zeug. Das gibt nämlich zwei verschiedene Sachen, wie man das, beziehungsweise zwei verschiedene Zustände, die in dieser Global Offset Table herrschen können. Einmal, wenn die Funktion noch nie aufgerufen wurde während der Programmausführung, dann machen wir unseren Call. Der Call schaut in der Procedure Linkage Table. Die Procedure Linkage Table geht zur Global Offset Table und schaut dort, okay, gib mir mal die Adresse von dort. Die Global Offset Table, da steht aber noch keine Adresse, die in die libc zeigt, hin. Denn das ist das erste Mal, dass wir das machen. Und dadurch, dass es dynamisch gelinkt ist, diese Binary, zeigt die erstmal noch wieder zurück in die Procedure Linkage Table. Und die zeigt dort nicht irgendwo hin, die zeigt dort auf einen sogenannten Stub, der dafür sorgt, dass dieser Linker da oben aufgerufen wird. Genauer gesagt, diese Funktion, die Runtime Resolve. Und dieser Linker macht dann während unserer Ausführung zwei Sachen. Er ruft als erstes die Funktion auf, in dem Fall write, weil wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Funktion write aufgerufen haben. Der ruft die auf, okay, alles gut, und schreibt die Adresse von write in die Global Offset Table. Das heißt, das wird jedes Mal gemacht, wenn eine Funktion das erste Mal aufgerufen wird bei einer dynamisch gelinkten Binary. Beim zweiten Mal ist es etwas anders, denn dann kennt die Global Offset Table schon die Adresse davon. Das heißt, die steht schon dort drin. Das heißt, wir müssen nicht diesen riesigen Weg über den Linker gehen, denn die Adresse ist da schon reingeschrieben. Das heißt, die zeigt dahin und die Procedure Linkage Table führt das Ding einfach aus. Das heißt, wir schauen mal, das sind unsere die ersten zwei Funktionen. Das ist direkt nach Main. Okay, haben wir dieses Authenticate, was einfach nur irgendwas nimmt. Und das ruft Open und Stringcat auf. Das ist aber zu früh, denn da haben wir noch gar nicht die Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu lesen. Unsere Lesemethode kommt ja viel später erst. Das heißt,
dort ist der Linker schon einmal drüber gefahren und das Ding zeigt schon in die libc und nicht mehr in unsere Procedure Linkage Table. Und hier ist StoreToDos. Und das ruft Write auf. Und Write haben wir gesehen, das ist die dritte Möglichkeit, die wir hatten. Und das wird erst beim Exit aufgerufen. Das heißt, es wird, wenn wir wenn das Programm schließen, das erste Mal aufgerufen. Das heißt, da ist der Linker noch nicht drüber gefahren. Der Linker hat noch keine Adresse dort reingeschrieben in die Global Offset Table. Das heißt, da zeigt dieser Eintrag noch in unsere Binary in die Procedure Linkage Table. Perfekt. Und das ist ganz einfach. Wie kommen wir da hin? Ja, wir wollen zu Write. Und wir konnten ja mit diesem Index mit einem negativen Eintrag da so ein bisschen rumfahren. In einem Bereich von 48 Byte. In dem Fall müssen wir uns am Hexadezimalsystem orientieren, also bei Base 16. Das sind 30 Hexbytes sozusagen, diese 48 Byte, die ihr im Source Code gesehen habt. Und wenn wir die minus 6 multiplizieren, dann kommen wir zu Write raus. Und dann können wir das Value von Write leaken. Und das machen wir auch. Und zwar so, wir nutzen wieder diese coole Library. Das ist einfach total krass, wie einfach das damit geht. Wir connecten uns zu der Adresse, fügen unseren Username ein, völlig egal, was ihr da reinschreibt. Warten, bis dieses Zeichen kommt, weil dann ist er erst fertig mit dem Schreiben. Senden die 2, die ist für das Lesen der To-Do, des To-Do-Eintrags, geben diese minus 6 ein, also unser Index. Und ja, genau. Und dann kriegen wir diese Adresse zurück. Aber die Adresse steht erst hinter your-to-do-Doppelpunkt. Das heißt, das nehmen wir weg. Und die Adresse wird auch ziemlich komisch aussehen, weil das kein Format ist, was Python versteht. Das ist wirklich raw binary. Das ist so, wie es in der Datei encoded ist. Und das können wir mit Unpack aus der Struct-Bibliothek auspacken. Aber vorher sollten wir noch sicher gehen, dass es 8 Byte lang ist, denn Unpack braucht ein 8 Byte langes Ding. So, und dann haben wir die Write-Adresse. Wie kommen wir denn aber jetzt zur System-Adresse? Hier sind wir in der Procedure Linkage Table, also diesem Teil, was weiter oben ist. Dort sehen wir Write, da oben bei 910, genau hier. Und wir sehen auch da unten, weiter unten bei 940 sehen wir System. Und System wollen wir ja. Denn wir wollen ja die Adresse von System, um die später in der Global Offset Table einzutragen, damit wir unsere Shell kriegen, damit wir eine Kommandozeile auf diesem Server haben. Und das heißt, wir wissen schon mal, okay, unsere Base Address muss die Write Address minus 910 sein, denn die ist an Stelle 910. Dann kommen wir an diese Nullstelle, sage ich mal, das ist dann die Base Address einer Binary. Die nächsten 8 Byte. Das System war doch direkt unter Write, ne? Ja, aber wir sind in der Global Offset Table. Wir lesen hier raus und hier ist Write. Da musst du die nächsten 16 Byte überspringen und dann die nächsten 8 Byte wieder lesen. Das können wir aber nicht. Das können wir ja nicht. Noch nicht gelinkt. Das ist. Nee, es geht darum nicht mal um das Linken. Es geht darum, dass wir ja in diesem Index, dieser Index wird ja immer mal 48 Byte genommen. Das heißt, wir können nur diese Adressen aufrufen und dann werden auch nur 8 Byte gelesen. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit, irgendwo zwischen diese Dinger zu springen. Der Output von dem Ding ist doch ein Printf. Das geht doch bis zum nächsten Null-Termin-String. Also das in den Server geworfen. So, das ist unser Print-to-do nochmal, die Funktion. Und der Index ist das, was wir reingeben können. Das, was wir negativ machen, weil es hier keinen Boundary-Check gibt. Genau, und das Printf, das printet doch null terminierte Strings. Das printet doch nicht genau 8 Byte, oder? Das stimmt. Prozent S. Aber wir lesen bis zum nächsten 0 Byte. Also wenn in der Adresse von Write 0 Byte drin ist, habt ihr schon verloren. Ja. Und umgekehrt könnte man aber auch so viel Bytes lesen, wie man will, bis das nächste 0 Byte kommt. Also bis zum ersten 0 Byte. Nee, weil wir lesen ja nur an dieser Stelle. Wir lesen ja Index, also minus 6 in unserem Fall, mal 48. Ja, aber die Printf-Funktion
gibt doch einen formatierten %s, also einen String aus. Und %s liest nun mal oder gibt nun mal so viele Bytes aus bis zum 0 Byte. Und er liest jetzt aus der Symboltabelle die Bytes, bis er 0 Byte findet. Auch wenn es 20 Kilobyte sind. Oder wenn es nur gleich das erste Byte ist. Ich sehe gerade, ich glaube, die Funktionen sind vertauscht. Ja, wir können das am Ende sicher nochmal genau klären. Aber ich kann dir sagen, also, es ist nicht möglich. Ja, hast du noch eine? Also du hast schon recht, auf jeden Fall, dass wir, wenn wir jetzt quasi die Adresse eingeben von Write, dass er dann so lange das printet, bis er dann null terminiert. Ich weiß nicht, aber irgendwie haben wir das nicht ausgeprintet bekommen. Oder zumindest haben es nicht versucht, tatsächlich dann diese 8 Bytes dann so zu springen, dass wir dann bei System rauskommen. Also genau, also man hätte, das wäre auf jeden Fall ein Lösungsweg gewesen oder könnte man zumindest mal ausprobieren, ob das dann tatsächlich so geht. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Binary dann zufällig noch irgendwo dazwischen nochmal ein Null-Terminator steht. Aber man könnte es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ja. Ich weiß genau, warum. Geh nochmal zurück. Das ist doch Intel-Code. Intel ist Little Endian. Das heißt, die Nulls, die du da vorne siehst, ich gehe mal vor. Ah. Ja, das ist Big Endian. Das ist gerade die Adresse, die er ausgibt. Das sind keine Nullbytes. Das sind die Nullbytes, das ist aber swapped. Das Disassembly ist aber Big Endian. Bitte? Das hier ist Big Endian. Ja, ich weiß, aber im Prozessor ist es ja umgekehrt kodiert. Ja. Das heißt, was die Printer-Funktion kriegt, das %s-Flag, was die Printer-Funktion interpretiert, die kriegt ja den Byte-Stream, so wie er in der CPU ist. Das heißt, die kriegt die swapped Bytes und das terminiert natürlich bei jedem von diesen Nullen. Und glücklicherweise sind hier vorne genug nicht Null Bytes, dass ihr eure 4 Bytes kriegt. Ja, stimmt. Ja, cool, danke. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Wir waren dabei, die Adresse von System rauszufinden. Und da gehen wir über die Base Address, einfach nur zum Verständnis. Write Address minus diese 910. Da kommen wir auf die Base Address raus und die Base Address plus 940 kommen wir dann wieder bei System raus, wie wir es im Disassembly gesehen haben. Das können wir natürlich auch viel einfacher machen, einfach plus 30. Ich habe bloß zum Verständnis nochmal, was die Base Address eigentlich ist und wie man da hinkommt. Das heißt, das sind alles Offsets. Gut. Und jetzt wollen wir ja irgendwas überschreiben. Wir haben jetzt die System-Adresse und wir wollen irgendwas überschreiben. Und in dem Fall haben wir uns gedacht, wir überschreiben dieses A2i, denn A2i wird jedes Mal aufgerufen, wenn im Menü etwas eingegeben wird. Das heißt, das wird von unserer Read-In-Funktion, also von der Read-In-Funktion dieses Programms, jedes Mal aufgerufen. Das heißt, es ist eigentlich ein super Platz, um unsere System-Adresse reinzuschreiben. Das heißt, so bekommen wir auf jeden Fall unsere Shell. Wenn wir das jetzt mit Write gemacht hätten, wäre das doof gewesen, denn das wird ja erst ausgeführt, wenn wir schon wieder weg sind. Und das funktioniert genauso, minus 4 mal die 30 und dann padden wir die noch mit 8, denn wir sind ja hier Offset mit einem 88 am kleinen Nippel. Und das machen wir folgendermaßen. Das ist oben schon die Rechnung, die ich euch gezeigt habe. Dann schreiben wir wieder die 3 rein für das Printen, für das Storen des To-Dos. Warten wieder, bis er fertig geschrieben hat. Schreiben unsere minus 4 rein, den Entry minus 4 und padden den mit 8, ne, damit wir an diese Stelle 88 kommen. Und dann schreiben wir unsere System-Adresse rein. Die packen wir natürlich wieder, weil vorhin haben wir sie unpacked, damit das wieder dieses Raw-Binary-Format ist. Und am Ende, das muss man nicht machen, aber wir haben hier nochmal SH-Instanz gespawnt, damit wir eine wirkliche Session haben. Also wir haben eine Session gespawnt am Ende. Und so sieht es am Ende aus. So sieht es nämlich gar nicht aus. Denn ich würde das erstmal kurz ausführen, damit ihr seht, was passiert. Wir haben eine Shell. Das ist der Code von gerade eben. Und es gab ja diese Authenticate-Funktion und es gab die Write-Funktion.
und die hat immer den Usernamen benutzt. Das heißt, eigentlich haben wir die ganze Zeit den Usernamen gesucht. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang mit gesagt hatte. Wir haben da unten Directory, das heißt To-Dos. Und da sehen wir auch schon den Usernamen von uns, der Hacker, und der von diesem Count Zero, von dem wir offensichtlich die Flag bekommen, wenn wir uns mit diesem Benutzernamen anmelden. Und das können wir genau so machen, indem wir jetzt hier Count Zero eingeben. Und dann printet er seine To-Do-Liste und da ist das Flag drin. Genau. Da hat jemand noch eine Frage. Ja. Bitte. Ich hätte noch eine Frage, und zwar die System-Call, der nimmt doch ein Command als Argument. Das heißt, ihr müsstet eigentlich euren String ja irgendwo hinlegen und dann vermutlich in den Register reinschreiben, die Adresse dahin. Da seid ihr mir jetzt so ein bisschen schnell drüber gehupft. Wie habt ihr das denn bewerkstelligt? Weil R2I, na gut, nimmt normalerweise ja einen String. Das heißt, das war eigentlich schon alles präpariert an der Stelle? Ja, das war, glaube ich, schon präpariert so. Also tatsächlich, das stimmt, der braucht in einem der Register muss da ja noch dieses SH rein. Man muss ja wissen, was System aufrufen soll. Aber in dem Fall war das, wie ich mich daran erinnere, präpariert. Ich glaube, das Argument bei dem System Call ist auch, ich glaube, das ist nicht bedeutend für den Start von System. Also wenn du ein Argument mitgibst, was der nicht validieren kann, dann startet er die Shell trotzdem. Ja, ich glaube, das reicht dafür Standard aus. Standard SH vermutlich. Muss man nochmal gucken, was die Manpages sagen. Aber ich glaube, das war nicht relevant für den Start. Also du kannst ihm irgendwas geben und er startet die Shell trotzdem. Das ist aber jetzt dann eine Eigenart von diesem konkreten Exploit. Ja, weil in einem normalen Binary, das würdest du auch nach meinem Verständnis auch keine interaktive Shell bekommen. Die habe ich selber gespawnt. Also aber trotzdem, weil du ja quasi einmal das Command irgendwo ablegst, dann ins Register die Adresse auf das Command, dann exekutierst du System, dann wird es ausgeführt. Dann gibt es eventuell einen Response, den müsstest du dir aber erstmal wiederholen irgendwoher. Aber da ist ja keinerlei Interaktivität drin, nichts, was irgendwie mit dem Netzwerk redet. Deswegen, das hätte mich an der Stelle auch verwundert, oder beziehungsweise, sagen wir so, das ist der Teil daran, den ich nicht so ganz verstehe, dass du da ein LS ausführen kannst, das sehe ich durchaus ein, aber nicht interaktiv. Das, zumindest verstehe ich das so. Also das ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du System, so wie du es gerade gesagt hast, wenn du System hier die Adresse reinschreibst und es dann statt A2I aufgerufen wird, ohne dass ein Register vorher gefüllt wurde mit dem Argument, was es braucht, dass es dann einfach standardmäßig die SH-Shell spawnt. Aber ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Okay. Wie heißen die Wildcards und so Zeug auf die Kommandozeile tun und Variablen. Und das muss ich ja auswerten. Und deswegen macht er sowieso immer eine Shell auf. Ja. Bin ich ziemlich sicher. Gut. Dann betrachte ich das als abgeschlossen. Wir haben noch eine kleine Pwn-Challenge hier mit reingenommen. Das da geht es um einen Smart Hub, wieder dieses Google House, was hier auftaucht. Ein Assistent, der mit Machine Learning und der Blockchain die Kontrolle über unsere Internet of Things Devices herstellt. Und ja, wo ich Machine Learning und Blockchain gesehen habe, musste ich direkt daran denken. Diese Challenge ist an der Stelle gewesen, also noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Es ist, wie ich schon in der Überschrift gesagt habe, ein Standard-Buffer-Overflow. Ich zeige euch erstmal kurz die Message of the Day. Wo ist es hin? Ah ja, okay. Größer? Danke. So, okay.
Und zwar heißt unsere Challenge Message of the Day. Und wir machen mal kurz OTD und connecten uns zu diesem Netcat-Server. Und genau wieder wie die letzten, das ist so eine Liste, man kann was holen, man kann was setten. Wenn ich jetzt mal die User-MOTD hole, okay, die ist Welcome Back Friend, die kann ich auch verändern, sicherlich mit einer neuen Message, kann mir die wiederholen, okay, schreiben, lesen. Es gibt eine Admin Message of the Day, okay, die ist anscheinend noch in To-Do. Und mit der 4 kann ich die Admin Message of the Day mir holen. Und ich bin nicht root, deswegen darf ich das nicht. Das heißt, vermutlich läuft dieses Ding nicht als root, also ist eine Set-UID-Binary vermutlich. Wer weiß. Das sollten wir uns mal in der Disassembly anschauen. Und dort gibt es eine Set-Message-of-the-Day-Funktion, mit der wir unsere eigene Message-of-the-Day setzen. Und wenn man C kennt, dann wird einem ein was direkt auffallen. Und das ist Gets. Und wer einmal in die Manpage von Get geschaut hat, der wird wissen, da steht ein großer Abschnitt über Security. Und zwar, dass man diese Funktion einfach nicht sicher benutzen kann. Denn die macht keinen Boundary-Check. Das heißt, wenn ich dort reinschreibe, dann kann ich einfach über meinen Buffer drüber schreiben. Das gibt keine, da ist nichts implementiert, was schaut, okay, schreibe ich gerade mehr, als der Buffer groß ist. Und deswegen bitte nicht benutzen. Es gibt fgets, das ist okay. Ja, wie ich schon gesagt habe, Stack-based Buffer Overflow mit gets immer möglich. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Wir haben unseren Buffer. Und wir haben meistens darüber eine Return-Address. Und wenn ich jetzt mehr schreibe, als dieser Buffer groß ist, dann überschreibe ich die Return-Address. In dem Fall ist da noch ein alter RBP-Pointer drin. Das ist der Base-Pointer, denn so ein Stack wird immer in einem Frame aufgesetzt. Es gibt einen Base-Pointer und einen Stack-Pointer. Die definieren dieses Stack-Frame, in dem sich die Funktion in dem Fall gerade bewegt. Und in dem Fall ist auch der Buffer direkt unter der Return Address. Das heißt, wir schreiben in dem Fall 108 As, denn unser Buffer ist 100 Hexbyte groß und der RBP-Pointer ist nochmal 8 groß und alles, was wir danach schreiben, ist die Return Adresse. Damit überschreiben wir die Return Adresse. Das heißt, wir können danach einfach zum Beispiel die Adresse von System schreiben, um wieder so eine Shell zu spawnen. In dem Fall wollen wir aber keine Shells bauen, denn wir wollen ja eigentlich bloß diese Admin-Message lesen, beziehungsweise die Admin-Message ruft eine Funktion auf, die heißt ReadFlag. Und was könnte das wohl nur sein, als dass es uns die Flag printet? Das heißt, wir haben hier unsere Adresse stehen von dem ReadFlag und die könnten wir einfach über diese Return-Adresse von der Funktion GetMessageOfTheDay schreiben. Und das machen wir auch einfach. Wir connecten uns wieder zum Netcat-Server, rufen die 2 auf für Set Message of the Day, also unsere Message of the Day, schreiben dann 108 mal A, also nicht wirklich 108 mal H, sondern 108 in Hexadezimal A und danach schreiben wir die Adresse hier auch in Little Endian, genau, weil hier oben ist es einmal genau umgekehrt. Das Disassembly ist in Big Endian und das da unten, was ihr seht, ist Little Endian. Das ist einmal vertauscht, das Least Significant Bit in dem Fall. So, und so sieht das am Ende aus. Wir führen das Ding aus. Wir kriegen unsere Admin Message of the Day. Punkt, fertig. Und ich konnte es mir nicht nehmen, am Ende noch diese coole Meepon CTF mit reinzunehmen. Das ist wirklich ein spaßiger Exploit, hat nichts mehr mit Binary zu tun. Das ist, der hat total Spaß gemacht. Vor 2-3 Wochen oder so haben wir uns ein Wochenende zusammengesetzt und haben am Meepon CTF teilgenommen. Und in dem Fall hat man ein Bild bekommen. Und man musste also irgendwas herausfinden, es hat was mit dem Bild zu tun. Okay, ich habe das mal runtergeladen, das Bild sieht so aus. Es war ein CTF in Vietnam, glaube ich. Ja, Vietnam. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Deswegen, wenn ich nicht weiß, was irgendwas bedeutet, führe ich meistens Binwalk drauf aus.
also nicht bei allen Sachen, aber in dem Fall sagt uns Binwalk, was für Header in dieser Datei drin sind. Und wir sehen, okay, das ist ein JPEG, okay, das macht Sinn, denn wir sehen ein Bild. Aber da unten steht auch End of Zip Archive. Das heißt, es könnte sein, dass da vielleicht irgendwie, wie auch immer, ein Zip-Archiv drin ist, in diesem Bild. Und ja, das ist tatsächlich möglich. Ich habe das Ganze in dem Hex-Editor aufgemacht, ist ein bisschen unübersichtlich, aber das, was ihr links seht, das sind die Magic Bytes. Das sind bei jeder Dateitypen gibt es bestimmte Magic Bytes, mit denen diese Datei anfängt. Und das ist in dem Fall von dem JPEG, ist das FFD9, das ist das Ende des JPEGs, FFD9. Und der Anfang einer ZIP-Datei ist immer dieses PK, also 5048 4B. Das ist der Anfang einer ZIP-Datei. Das heißt, wir wissen, okay, da ist nach diesem Bild ist noch ein ZIP-Archiv. Und wir können das Ding einfach rausnehmen. Das heißt, wenn man so einen interaktiven Hex-Editor hat, kann man einfach alles auswählen, was da drüber ist und das löschen. Man kann es auch auf Kommandozeile machen und das Offset angeben, wie man das möchte. Das habe ich gemacht und danach habe ich es versucht zu anzippen und hatte irgend so eine komische Fehlermeldung. Das kann eigentlich nicht sein, weil da war sonst nichts. Das war dieses Bild und danach ein ZIP-Archiv. Sonst war da wirklich nichts. Dann ist mir aber aufgefallen, als ich nochmal über Magic Bytes auf Wikipedia rumgelesen hatte, dass hinter diesem PK steht immer noch der Rest des Magic Bytes. Das war es noch nicht ganz. Und dieses 0506 heißt, dass das leer ist. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, okay, vielleicht hat ja jemand einfach den Header geändert. Wenn ich den einfach ändern kann, kann das ja jeder. Vermutlich hat da einfach jemand was anderes reingeschrieben und deswegen konnte ich die nicht mehr entpacken. Okay, dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich doch einfach den Header rein, der standardmäßig ist, nämlich dieses 0304. Ich konnte es trotzdem noch nicht aufmachen. Und dann habe ich gedacht, okay, die ist beschädigt, wie repariert man denn sowas? Habe gegoogelt und bin auf so PDF-Reparaturseiten gekommen und habe es einfach mal reingeklatscht und komischerweise hat es funktioniert. Das steht am Anfang davon, ein Zitat von Arthur Conan Doyle. Ich habe es nicht verstanden. Es war ein PDF-File, da steht nichts drin, da ist kein Hinweis auf unsere Flag gewesen. Da war ich ein bisschen gefrustet, habe dann, glaube ich, eine Stunde lang Pizza gegessen und und ich habe es dann, irgendwann habe ich das PDF einfach mal komplett selected und rauskopiert in Google Docs rein. Und dann habe ich mir das Ding nochmal angeschaut und dann ist mir aufgefallen, okay, da steht CTF zwischen einem von den beiden Wörtern und dort steht Pwn und dort steht Me. Und dort steht, das sieht komisch aus. Und Google Docs hat mir das direkt markiert schon, weil das Fehler sind. Und dann bin ich einfach nur lang gegangen und habe die Sachen rausgenommen, weil das Flag-Format steht ja für jedes CTF fest. In dem Fall war das dieses Me, Pwn und dann CTF und dann geschweifte Klammer auf. Und da kommt am Ende, wenn man das alles zusammensetzt, raus, Me, Pwn, CTF, Text, Undertext. Ja, krass. Ja, das hat mega Spaß gemacht. Das war, hat mich zwar zwischendrin total verzweifelt, wie bei fast jeder CTF-Challenge. Aber das ist so eine typische MISC-Challenge, die wo man sich denkt, okay, wie kann das möglich sein, dass ich dieses Bild trotzdem noch anschauen kann? Ja, wegen diesen Magic Bytes, weil am Ende das Ende offensichtlich festgesetzt ist und danach halt noch ein ZIP-Archiv gesetzt wurde. Und das kommt relativ oft vor in CTFs, dass man an so ein Bild noch mehrere ZIP-Archive anhängt und es gibt auch geschachtelte ZIP-Archive, wo man dann, wir hatten einmal eine Challenge, da haben wir 100 ZIP-Archive auspacken müssen und haben am Ende gemerkt, es ist nur ein Bug von dem Unarchiver von macOS. Tja, wenn wir jetzt zum Ende kommen, will ich euch noch kurz ein paar Sachen mitgeben, wie man denn mit sowas anfangen kann. Und eine Seite, die ist mega cool, ctftime.org. Dort stehen, ich kann die Slides dann auch nochmal online stellen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da könnt ihr die Links und so und das ganze Zeug euch nochmal anschauen. Ctftime.org,
Dort stehen die künftigen CTFs, die dran sind, aber auch die letzten CTFs. Dort kann man auch die Tasks einschauen. Dort gibt es super Write-ups für fast jedes CTF. Für größere CTFs. Ja, genau. Ja, genau, für die angesehenen. Ja. Aber auch für dieses Meepwn gab es auch einige Write-ups, wo halt Leute sich hinsetzen und sagen, wir erklären jetzt, wie wir das Ding exploited haben, was wir gemacht haben und wie das eigentlich funktioniert. Und das ist als Lernquelle total cool. Wer gern Videos schaut zum Lernen, kann ich Live Overflow und JinvaL empfehlen. Die machen Video-Write-Ups, das heißt, die stellen diese ganzen Exploits und CTF-Challenges in Videoform dar. Total cool, verständlich. JinvaL streamt jede Woche und löst dort verschiedene CTFs. Das Pico-CTF ist ein CTF, das ist extra für Anfänger gemacht. So ein bisschen so ähnlich wie die Google-CTF-Beginner-Challenge. Over the Wire, das ist ein sogenanntes Wargame. Das ist ein CTF, was das ganze Jahr lang läuft. Also das läuft immer. Da gibt es auch Punkte, aber das läuft halt nicht ab. Das geht nicht nur ein Wochenende wie die meisten CTFs. Exploitexercises.com, wer sich mit Binary Exploitation auseinandersetzen möchte, super cool, ist schon ein bisschen älter, man kriegt dort eine VM und da sind auch die meisten heutigen Security Features ausgemacht, denn für so einen Standard Buffer Overflow will man ja nicht, dass man irgendwie noch Stack Cookies oder sowas umgeben muss. Und wer eher im Bereich Penetration Testing unterwegs ist, hacktheBox.eu ist auch ziemlich cool. Da gibt es tatsächlich Systeme, Windows-Maschinen, Linux-Maschinen, was auch immer man mag, die halt an so ein Real-World-Szenario dort bereitgestellt sind in einem VPN. Ja. That's it. Gibt es noch Fragen?